Idyllisch verträumt, sympathisch und grün. So nimmt man die Stadt Kyritz aktuell wahr. Doch Kyritz hat noch sehr viel mehr zu bieten. Und damit jedermann davon erfährt, heißt es ab sofort mit Power in die Saison. Ein Ort, dessen kulturelles Zentrum der Marktplatz mit seinen zahlreichen Fachwerkhäusern ist, geht fortan neue Wege. Von den Jagdhornbläsern zusammengerufen, präsentierte sich Kyritz an der neu geschaffenen Seepromenade. Jung und alt kamen zusammen, um die neue Tourismussaison mit ihren zahlreichen kulturellen Highlights zu eröffnen. Vor Ort gab es die Informationen. Ein herzliches Willkommen allen Besuchern des Kyritzer Strandfestes. Wir, die Kinder der Goethe-Grundschule, wollen Sie heute mit einem kleinen Programm darauf einstimmen. Wir nehmen Sie gerne mit auf unsere Reise und wünschen Ihnen dabei gute Unterhaltung. Kyritz erleben. Der Slogan lockte die Besucher. Und mit großer Begeisterung gaben die Mitarbeiter am Stand des Kyritzer Kultur- und Tourismusbüros Auskunft über die bevorstehenden kulturellen Veranstaltungen sowie Tipps für Ausflüge in der Region um die Knatterstadt. Infos gab es zu den archäologischen Sehenswürdigkeiten der Innenstadt, auf die lange Historie wurde hingewiesen und die unzähligen Wassersportmöglichkeiten beworben. Doch ein Punkt fand in der Beratung besondere Bedeutung bei den Besuchern. Favorit ist auf alle Fälle, sind jetzt wieder Veranstaltungen im Sommer, die gefragt sind. Die Erlebnismärkte werden ganz stark nachgefragt. Das ist ein neues Format, was die Stadt Kyritz jetzt in diesem Jahr anbietet, wo quasi Erleben und Markttreiben zusammengeführt ist. Solche Dinge. Ansonsten nach wie vor auch, da wir Radlerparadies sind, eben auch die Radwege. Dicht an dicht und teilweise parallel präsentierten sich die verschiedenen Angebote des Tages. Wer sich für die historische Wanderung entschied, musste frühzeitig zum Treffpunkt. Wir werden heute eine historische Wanderung am Seeufer entlang machen. Da werden wir 12.000 Jahre Geschichte erfahren und erlebbar machen. Angefangen von der Besiedlung in der Steinzeit bis hin hier in die moderne Zeit, in der der Seeufer ja mehr touristisch und in der Freizeit genutzt wurde. Und ja, die Schüler des Gymnasiums sind schon vor Ort und einige andere Leute, die interessiert sind. Und wir werden dann nachher gleich die Wanderung beginnen am Dampferanlegesteg, weil das ein Punkt ist, von dem aus man eine Menge Geschichten auch schon erzählen kann. Während sich die Wanderer auf den Weg machten und ihren ersten Halt ansteuerten, wurde an anderer Stelle des Seeumfeldes fleißig getrommelt. Allerdings nicht im üblichen Stil. Heute Drums Alive gemacht. Das ist Trommeln mit Stöckern auf Gymnastikbälle. Ist eine coole Sportart. Man kann seinen Stress abbauen, man kann mega viel Spaß haben. Der Musik oder die Musik gibt den Takt an und ja, ist natürlich auch für Kranke geeignet, weil man die kognitiven Fähigkeiten verbessert. Also Schlaganfallpatienten, Demenzkranke. Man kann es im Stehen machen, man kann es im Sitzen machen, man kann es mit Kiddies machen, Rechts-Links-Kombination verbessern. Ist eine coole Sache. Also das Fest ist ja auf lange Sicht vorbereitet worden. Wir haben ja schon im Februar angefangen und uns die Örtlichkeiten angeguckt. Es sind alle Vereine, die hier so rund um den See sind, angeschrieben worden. Jeder kann mitmachen. Und ja, um zu gucken, was hier wirklich los ist, werde ich mich gleich ins die Tümmel stürzen. Eventuell war sogar die historische Wanderung ihr erstes Ziel, denn hier ging es um die Geschichte der Insel. So, und die Kyritzer Burg ist allerdings nicht zweigliedrig, sondern hatte nur dieses eine Rondell und aber auch nur deutlich kleiner. Und weiter ging es für die Wanderer zum Kugelfangberg. Dabei verpassten sie den Auftritt von de Godewins.
Der Shantychor ist seit Jahren in der Stadt Kyritz aktiv und prägt das maritime Flair der Kleinstadt mit. Natürlich begrüßen wir euch erstmal recht herzlich auf maritime Art und Weise mit einem dreifachen Gute Wind. Ahoi! Gute Wind! Ahoi! Gute Wind! Ahoi! Schiffe gehen auf der große Reise, doch sie kommen immer wieder her. Darum singt man gerne ihre Weise, dann fällt auch der Abschied nicht so schwer. Hallo Captain, alles klar, alles klar, wir sind bereit. Fest die Segel, das ist klar, schlag das Boot im neuen Kleid. Unser Kasten ist solide, das ist jeder Seemann klar. Stets auf Kurs und niemals müde, Captain. Während es die älteren Besucher mit den Shanties hielten, zog es andere Gäste des Festes in das Strandbad. Auch hier macht übrigens die Kultur der Stadt Halt. So wird das Sommerkino mit Sicherheit wieder zahlreiche Besucher begeistern. Ein paar Wagemutige gab es doch, die den Tag zum offiziellen Anbaden im Strandbad nutzten. 18 Grad schreckten da nicht ab. Wer sich jedoch nicht ins Wasser begab, konnte sich auch einfach das 100-jährige Strandbad genauer anschauen. So ein Start in die Saison kann schon anstrengend sein, denn es gab viel zu erleben an der Seepromenade. Besonders für die kleinsten Besucher hatten die Organisatoren viel bereitgestellt. Eine Riesenrutsche sowie Bastel- und Malstraße von Ospringnitz Jugend e.V. sowie Airbrush-Tattoos für Kids und eine Märchenstunde im Schatten der Bäume waren echte Renner und dicht umlagert. Wer zu diesem Zeitpunkt bereits etwas an Kräften verloren hatte, war bei geräuchertem Fisch von Fisch verliebt sowie der Bratwurst von Fleischer Ribbe an der richtigen Adresse. Als stetiger Partner in Sachen Gesundheit unterstützte die AOK das Fest an der Seepromenade mit Sporttherapeuten sowie entsprechender Anwendung. Jetzt geht's los. Achso. Dann war Vorbau, Vorhersenker, jetzt geht's los. Ja. Und dass die Zeit läuft und so viel wie möglich Schmetterlinge fangen. Wie fit ist eigentlich Kyritz? Die findest du Kyritzer als super. Auch die älteren Herrschaften haben das top absolviert hier. Auch die kleinen Kinder, Jugendlichen, die haben viel Spaß heute hier gehabt. Also wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz, auch mit dem Wetter. Hat die Stadt Kyritz top hingekriegt, dass wir so ein traumhaftes Wetter haben. Die fittesten Kyritzer waren an diesem Tag wohl die Wanderer, die weiterhin auf dem Weg zur letzten Hinterlassenschaft des Exerzierplatzes der Gelben Reiter, dem Kugelfangberg, waren. Angekommen ging es direkt um die damalige Munition. Die Kugeln, die hier abgeschossen wurden, das waren ja nicht moderne Geschosse, wie wir sie heute im Gewehr haben, sondern das waren ja Musketen und die haben runde Kugeln abgeschossen. Und das ist hier jetzt mal eine von diesen Kugeln. Das ist eine Musketenkugel, die ist aus Blei. Als Vorderlader wurde das Gewehr von vorne geladen. Das heißt, die wurde vorne rein geschoben und dann halt abgeschossen in der Treibladung. Nach anderthalb informativen Stunden verabschiedeten sich die Teilnehmer und traten die Heimreise an. Ja, also der Kurs war sehr interessant. Historisch gesehen weiß man das gar nicht so alles. Nicht? Also man denkt immer, hier war immer Wald. Das war ja eigentlich hier gar kein Wald, so wie gesagt wurde. Das war Exerzierplatz. Und dass hier 1000 Soldaten geübt haben sollen, also da muss man sich schon mal reinversetzen. Also der Kugelfangberg ist ja die letzte noch sichtbare Sache vom Exerzierplatz, der riesig groß war. Das Areal erstreckte sich ja von dem Areal am Brückenbrink hier drüben bis
kurz vor Heinrichswelde, ein Riesenareal, damals ja unbewaldet. Und hier wurde halt geschossen, hier haben die ihre Schießübungen gemacht und dahingehend ist dieser Berg ja schon historisch sehr bedeutsam, dass der auch noch überkommen ist. Es gibt ja andere Dinge, die verschwunden sind und das ist eben halt noch da, sichtbar für uns, erlebbar. Und deshalb ist das auch unser Endpunkt gewesen, unserer Wanderung, weil das dann halt den Bogen komplett spannen konnte. Zum maritimen Gedanken trugen auch die Vereine des Seeumfelds bei. Die Küritzer Paddelfreunde boten beispielsweise die Möglichkeit einer Tour auf dem Untersee. Wir wohnen dort, wo andere Urlaub machen, abends mal fix mit dem Boot über den See. Ist das Herrlichste, was es eigentlich gibt, den Sonnenuntergang zu erleben, die Ruhe. Unser See hat den Vorteil, dass keine Motorboote außer der Wasserschutzpolizei eventuell mal vertreten ist. Und wir können die Ruhe, die Natur in vollen Zügen genießen. Neben den Paddelfreunden präsentierte auch der Segelverein Küritz sein Können. Zahlreiche Boote waren zu sehen. Und wer Interesse an einem Segelturn hatte, der konnte in einem Boot Platz nehmen und wurde über den Untersee geschippert. Auf die Pfanne musste an diesem Tag nicht geklopft werden, denn die Stadt Küritz hatte die Kosten für die Überfahrt zur Insel bzw. nach Bantico übernommen. Folgerichtig platzte die Fähre phasenweise aus allen Nähten. Ein Highlight des Tages. Der Saisonauftakt und die Veranstaltung wurde sehr gut angenommen. Viele Menschen waren hier, alle wirken sehr zufrieden und entspannt und man merkt, dass es Zeit war, dass man wieder eine Möglichkeit bietet und einen Anlass bietet, dass die Menschen rauskommen an unsere schöne Seepromenade und sich hier erholen und Spaß haben. Ich fand es sehr schön, dass eben diese Vielfalt bestand. Viele Akteure, alle haben sich Mühe gegeben. Die Schulen waren vor Ort, die Vereine waren präsent. Wir konnten das mit dem Strandbad und der Busgesellschaft, die ja die Stadtlinie wieder hier eröffnet hat, sehr gut verbinden. Und das macht Lust auf mehr. Und da kann man sich auf die nächsten Monate und auf den Sommer, der bevorsteht, doch wirklich freuen.